Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. 21. Januar 1303. Wir haben eine große Aufgabe bekommen. Bremen-Köln. Eine Straße bauen. Die gibt es noch heute. Nennt man Autobahn. Ja, daher wisst ihr, woher sie mal kommt. Naja, gut. Das ist relativ knifflig, weil wir noch keine wirklich so toll aufgebaute Ökonomie haben. Ich denke mal, Holz, Ziegel und Eisenwaren sind kein wirkliches Problem. Aber Hanf. Wir haben keine eigene Hanfproduktion. Und ich glaube, in der Welt ist das nicht so toll. Und wir müssen ziemlich viel daran schaffen. So, und ja. Aber wir schauen jetzt erstmal. Wir sind auf dem Weg nach London. Aber ich glaube, warte mal. Gab es nicht in Scarborough, wo wir gerade hier sind? Nee, ich hätte jetzt gedacht, hier gibt es auch Hanf. Dem ist aber nicht so. Das war ein Irrtum. Ach nee, in die Werft wollte ich nicht gucken. Ich wollte hier mal reingucken. Ich muss jetzt überall, wo es möglich ist, nach Hanf gucken. Kommt, wir nehmen hier 5 Lasten mit. Ist egal. Kosten spielen jetzt keine Rolle. So, jetzt aber nach London. Wo wir nochmal nach dem Rechten sehen müssen. Nichts passiert sonst weiter. Okay, wir sind da. Einmal habe ich ja hier noch Einstellungen nachzuholen, die nicht so gut gelaufen sind. Kontohandel. Hier, schaut euch das mal an. Bier habe ich nichts eingestellt. Da nehmen wir mal 50 Gewürze, können wir ruhig 100 nehmen, wenn da was kommt. Das ist in Ordnung. Tuch nehmen wir mal 30 und Wolle 10. Gut, wie sieht es hier überhaupt aus im Kontor? Stadtkontor, wir haben viel zu viel Wein. Oh mein Gott, was ist hier los? Da klappt ja irgendwas gar nicht. Der Rest ist soweit in Ordnung. Eisenwaren auch, die können wir dann auch noch gleich mitnehmen. Lass mal die gleich einladen. Statt Schiffkontor. Eisenwaren. Ist hier zufällig auch noch Hanf zu kaufen? Ja, komm. Ist egal. Wie gesagt, es spielt jetzt keine Rolle, der Preis. Wir kaufen alles auf, was geht. Aber wir müssen hier was tun mit dem Wein. Hier braucht kein Wein mehr hingeliefert werden. Das ist die Maria, die liefert. Da werden wir in London den Wein komplett rausnehmen. Alles andere ist, glaube ich, in Ordnung. Gut. So, speichern wir das gleich mal. London sichern. Also nach London brauchen wir keinen Wein bringen. Okay, aber was wir hier durchaus noch bauen können, wir haben nämlich hier Schafzucht, produzieren 7 Last Wolle, aber verbrauchen nur 4,2. Ich denke, hier kann man gut und gerne nochmal eine Weberei bauen. Die bauen wir unten hin. Hier gibt es 2 Geschütztore. Das ist doch wunderbar. Gut. Soweit dann dazu. Ich glaube, jetzt haben wir alles erledigt. Dann lasst uns auf jeden Fall nochmal nach Köln fahren. Und dort schon die ersten Sachen hinbringen. Und auch da will ich nochmal im Kontor Einstellungen nachholen. Eisenwaren und ein bisschen Hanf haben wir dabei. Und wir wollten ja das Lagerhaus bauen, ganz wichtig. Aber erstmal gehen wir jetzt hier zum Stadttor. Es ist nämlich so, ich glaube, ich habe da noch nicht was ganz richtig verstanden. Wir müssen nämlich, jetzt kommen wir, jetzt bringen wir hier komplett was hin. Wir müssen nämlich nicht bis zu diesem Termin, der uns hier gesetzt wurde, die Waren anliefern, sondern der Weg muss bis dahin fertiggestellt werden. Das heißt, es muss laufend jetzt hier Nachschub herrschen. Holz, Ziegel, Eisen, okay, das ist fast durch. Das ist jetzt kein großes Problem. Aber Hanf, Holz, Ziegel, da muss laufend was da sein, damit weitergebaut werden kann. Sonst schaffen wir das nicht vom Timing her. Das ist richtig doof jetzt. Da hätte ich gleich früher eigentlich schon mit beginnen können. Naja, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal Kontohandel gucken. Was machen wir hier? Fleisch kaufen wir ein. Machen wir das aber nochmal in bescheidenem Maße. 5 Gewürze, kann ruhig mehr gekauft werden, nicht 1100. Leder. 30 Wolle machen wir auch 5. Okay. Gut. Jetzt. Achso, was ich natürlich nicht vergessen darf, nach Kapitän zu schauen. Aber wir wollten eigentlich noch ein Lagerhaus bauen. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich die Sachen jetzt schon zum Weg gegeben habe. Aber ich mache es, glaube ich, versuche es trotzdem mal. Müssen wir es halt ankaufen. Es fehlen aber Rohstoffe, Eisenbahn. Ah, das haben wir jetzt schon alles abgegeben.
Na gut, dann müssen wir es später nochmal machen. Kriegen wir schon hin. Okay, Leute. Mehr ist hier nicht zu tun. Was wir aber noch machen können, es ist, glaube ich, der Wallenbrecher, der hier die Tour fährt. Da können wir eigentlich schon mal in Lübeck können wir eigentlich schon mal Ziegel einladen. Und zwar auf Maximum eigentlich. Was raufpasst, wird mitgenommen. Hanf ist, können wir auch schon reinbringen, wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt passt. Getreide brauchen wir auch nicht so viel. 5. Ne, wir werden gar kein Getreide mitnehmen jetzt in dieser Zeit. Für die Straße wird alles geopfert. Wir nehmen so viel wie möglich Hanf mit. So, und Holz, na, das müssen wir später sowieso nochmal machen, aber wir können es hier schon mal auch eintragen. So, das sind dann 200. Boah, das passt alles gar nicht. Na gut, lassen wir es erstmal. Wir müssen eh... Also, das Problem ist ja, Köln ist hier nur zu erreichen mit Kreiern oder Schnicken. Das heißt, wir müssen... Wir können mit einer Holk da nicht hinfahren. Wir müssen diesen Wallenbrecher als Konvoi ausbauen mit mehreren Kreiern. Eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt nicht. Und zwar möglichst zügig. Gut. Was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt nach Groningen fahren und Hamburg und dann nach Bremen, weil auch dort wird Hanf produziert. Da werden wir ordentlich was einkaufen, um jetzt erstmal den Betrieb hier am Laufen zu halten. Mehr ist, glaube ich, in Köln jetzt erstmal nicht zu machen. Also auf nach Groningen. Oder vielleicht hatten wir kurz vorher in Brücke. Gibt es in Brücke gibt's auch Hanf, ne? Ja, sehr gut. Vielleicht gibt es ja auch einen Kapitän dort. Aber Hanf ist genauso wichtig inzwischen. So. Kein Kapitän. Aber ein bisschen Hanf. Ein bisschen Hanf. Wir werden mal nicht alles aufkaufen. So, vielleicht 7. Und Holz 107. Ja. Ne, Holz ist super teuer. Nehmen wir den Rest Ziegel mit. Und fahren damit direkt im Morgen nach Bremen. Von dort aus können wir nämlich das auch abgeben. Die Straße wird gewissermaßen von beiden Seiten gebaut. So, Warenversteck interessiert uns nicht. Rückzahlung, da gibt es Infos. Der Kaufmann Osterna kann nicht zurückzahlen. Ja, ihr solltet gnädig sein, ihm die Schulden erlassen. Ein Ansehensgewinn wäre euch damit sicher. Solltet ihr aber auf den Betrag bestehen, so kann ich auch eine Pfändung einleiten. Ihr bekommt dann das ein oder andere Goldstück zurück. Nein, wir werden erlassen. Das sind Peanuts. Das sind Peanuts. So, die Seite dir ist in Bremen, geht zum Stadttor und wird dort zusehen. Ja, seht mal, es ist dringend nötig, dass Hanf hier weiter da ist, sonst wird nicht weitergebaut. Ey, jetzt ist er 2%. Das ist super knapp. So, was können wir hier kaufen für den... Für den Weg Ziegel und Holz. Wir machen das jetzt mal auf diese trickreiche Art und Weise. Gewinnen wir ein bisschen Zeit. Okay. Und Ziegel kaufen wir so auch nochmal ein. Ja. So, aber größter Mangel besteht beim Hanf. Wir werden jetzt mal nach Groningen fahren. Da wird nämlich auch Hanf angebaut. Wenn ich mich nicht täusche. Und wir haben hier 9. Na, das ist nicht so toll. Holz ist hier sehr günstig. Er passt nicht rein. Wir gucken mal weiter beim in der Kneipe. Wo haben wir sie? Hier. Kein Kapitän da. So, dann wieder nach Bremen und dann nach Hamburg. Da kann nämlich auch Hanf angebaut werden. Schon gar nicht so schlecht hier in Bremen, das zu managen. So, Landweg 3%. 13. Puh. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kriegen wir das hin? Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. 6 Monate und ein halber. 3%. Es geht irgendwie so langsam voran, habe ich das Gefühl. So, jetzt auf nach Hamburg. Und mal hoffen, dass da ordentlich Hanf vorhanden ist.
Das finden die Leute hier bestimmt total doof, dass wir denen die Hanfvorräte wegkaufen. Ja, wir wollen es mal nicht übertreiben. 82, 43, nehmen wir hier Holz. Und dann nochmal nach Bremen. Okay. Gut. 14. Ah, es muss schneller der Nachschub angeschafft werden. Ja, wir müssen auf jeden Fall unsere eigene Hanfproduktion in Gang bringen, wenn das mal genügt. Es wird zumindest schon mal gebaut. Das ist erfreulich. Wir werden als nächstes nach Aalborg fahren und dann nach dem Rechten schauen. Und dann in Lübeck mit den Schiffen so ein bisschen rumhantieren. Ich weiß gar nicht, ist hier in Oslo zufällig Hanf? Nee, in Malmö auch nicht, ne? Ups, da darf ich gar nicht sein. Aber wir gucken trotzdem mal schnell hier rein. Nee. Und wie sieht's aus in Rostock? Ja, Rostock, da können wir noch lang fahren. Und Stettin, die beiden Städte sind noch gut zum Hanfkauf. Das sollten wir unbedingt durchziehen, beziehungsweise wir haben doch dort eine Route laufen. Das muss ich mir nochmal anschauen. Eine, diese Sundroute. Ich weiß nicht, ob sie das Potenzial hat, da noch einzukaufen. Die Sundroute ist Stolz des Krämers. Gucken wir uns die mal an. Hat in Malmö ziemlich voll beladen. Rostock-Stettin. Hanf. Kaufen wir 2. Müssen wir mal erhöhen auf 5. Und in Stettin erhöhen wir das auch mal auf 5. Das wird jetzt natürlich die Route extrem belasten. Vielleicht packen wir da die neue Holk mit rein, in die Stolz des Krämers. Das könnte auch ganz gut hauen. Dann können wir da mehr Hanf einkaufen. Bleiben wir erstmal dabei und speichern das ab. Sund. Sichern. Okay. Gut, jetzt aber mit dem Schiff genau nach Aalborg. Das war das Ziel. Gut, hier ist nichts Besonderes. Gucken wir mal, was hier los ist. Wir haben erstmal nichts an Bord. Ja. Was ist hier im Kontor? Das sieht ganz gut aus. Salz ist auch da. Das läuft. Ja. Eigentlich keine großen Auffälligkeiten. Mir bescheint, ist die Frage, ob wir in die Holzproduktion hier noch ein bisschen mehr investieren. Wie viel Holz haben wir denn hier eigentlich? Oder ob das genügt? Wir haben jetzt hier... Ja, 62. Also ich glaube, hier wird ja immer nachproduziert. Ach komm, lass uns noch ein Holzding bauen. Das ist okay. Sägewerk. Setzen wir das wohin? Setzen wir das nochmal hier hin. So, und hier fährt welcher Konvoi der hier, ne? Was bringen die gerade an? Bier, Eisenbahn, das ist alles ganz gut. Salz, das läuft zurück. Gucken wir mal, ob wir die ein bisschen mehr... Ach, die haben wir hier auf Maximum gesetzt. Erz, Fleisch, Leder, Tran, Holz ganz hinten. Ja, vielleicht müssen wir dann die Tour, die hier das Holz bringt, gewissermaßen das Zeug nach Köln bringt, vielleicht muss die vorher in Aalborg Station machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Okay, mehr ist hier nicht unbedingt zu tun. Dann, oder können wir hier noch was mitnehmen, was Sinn macht? Na, nee, eigentlich nicht. Obwohl, leerfahren ist auch doof. Kommt, wir nehmen Fisch mit. Das kriegen wir nicht ausreichend transportiert. Okay. So. Jetzt sind wir in Lübeck und gucken mal. Ja, die Adriane, die hat jetzt erstmal nichts zu tun. Aber da war die Idee, dass wir die hinzufügen.
zu der Route der Sundroute, ne? Stolz des Kremers, wo ist sie? Da ist sie. Auf dem Weg nach Malmö, wie es aussieht. Und dann nach Oslo. Ja, dann müssen wir warten. Ne, das können wir nicht. Wir können nicht warten. Wir müssen jetzt schleunigst erstmal in Danzig die Produktion da starten. Geht nicht. Gut, wir gucken erstmal hier kurz rein, wie es hier in Lübeck aussieht. Ziegel ist wirklich ausreichend da. Tuch auch. Ja, okay. Die Nopia fährt was für eine Tour? Die fährt diese Tour. Nimmt die, wisst ihr was, wir nehmen mal deutlich mehr Tuch mit. Und ein bisschen mehr Wein. Das ist in Ordnung. Gewürze, wenn sie da sind, könnt ihr eigentlich auch mitnehmen. 20. So. Beim nächsten Mal dann. Okay. Ich weiß übrigens jetzt, wie man das löscht, indem man einfach hier auf keine geht. Dann ist das hübsch gelöscht. Und wir können das auch nochmal speichern. Das war die Schottland-Route, so habe ich sie genannt. Sichern. Gut. Jetzt weiß ich nicht so genau. Wir warten wir auf diese Oslo-Nummer? Nee. Ich denke nicht. Wir fahren jetzt erstmal nach Danzig. Das heißt, wir laden den Fisch aus. Schiffkontor. Und nehmen Baumaterial mit. Und zwar ein bisschen Ziegel. Ach, Eisenbahn haben wir gerade keine. Na gut, dann nehmen wir komplett Ziegel jetzt mit. Mehr passt hier auch nicht rauf. Die Maria, warte mal, die fährt nach London. Ach so, die hatten wir, glaube ich, ja schon neu eingestellt. Das ist gut. Also fahren wir erstmal mit Ziegeln nach Danzig, um dort die Hanfproduktion zu beginnen. Das ist sehr in Ordnung. Und dann müssen wir nur aufpassen. Wo ist jetzt die Tour? Die ist nach Oslo. Ja, dann sind wir wieder rechtzeitig zurück, um die anzuhalten. Und dann geben wir die Holk damit rein. Und dann bringen die hoffentlich schön viel Hanf mit aus Rostock und Stettin. Aber erstmal sind wir hier. Gucken nach dem Kapitän. Der ist nicht da. Und bauen. Hier sind zwei Geschütztürme. Hier können wir schön bauen. Und zwar wollen wir bauen Hanfanbau. Ja, wir haben gut was auf Lager. Prima. Da werden wir gleich mal 1, 2, 3. Jetzt fehlen die Rohstoffe. Aber 3 reichen hoffentlich auch erstmal. Gut, schauen wir hier nochmal ins Kontor, wie es hier aussieht. Ja, das sieht alles in Ordnung aus. Aber hier wird ja auch normal Hanf produziert. Hier könnten wir eigentlich auch Hanf nochmal im Kontohandel ankaufen. Und zwar in Größenordnung durchaus. 30 im Einkauf, 440 ist okay, denke ich. Wie viel Hanf ist denn derzeit hier? Boah, 1500 kostet das. Ja, naja, ist ja Wahnsinn. So, und die Danzig-Tour wird gefahren von der Seekrähe. Die müssen wir uns jetzt mal angucken. Die muss natürlich jetzt auch Hanf ordentlich hier mitnehmen. Aus Danzig. So. Und das ist auch absolute Priorität. Kommt sogar noch vor Bier. Da wisst ihr, was Phase ist, wenn ich das sage. Wir gucken ganz kurz nochmal rein, ob in Lübeck hier alles... Ach, das hat man, glaube ich, vernünftig eingestellt. Gewürze können wir ein bisschen hochziehen. Tuche vielleicht auch. Gut, speichern wir das nochmal. Das ist Danzig. Okay, jetzt denke ich, werden wir dann als nächstes nach Lübeck fahren und die Holk an diese Sundtour anknüpfen und dann Stettin-Rostock da den Hanf mit einbinden. Wobei wir den vielleicht vorher sogar kaufen könnten.
und dann schnell mal nochmal nach Bremen und Hanfnachschub liefern. Das Ganze könnte echt heikel und zeitkritisch werden. Also absolute Priorität jetzt auf dieses Problem. Alles andere muss nebenbei laufen. Läuft ja auch nebenbei. Also die Ökonomie macht mir jetzt keine Sorgen. Unternehmenswert über 3 Millionen. Das läuft alles jetzt prima. Die Touren laufen gut. In Lübeck geht es ziemlich gut. Wir machen Geschäfte. Also wir können uns wirklich voll auf diese Aufgabe jetzt konzentrieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwein.